Wir möchten ja das Publikum wirklich erreichen. Wir möchten ja dem Publikum etwas bieten. Wir möchten auch für viele Leute vielleicht die erste positive Erfahrung sein, die sie in einem Konzertsaal machen. Nicht umsonst haben wir auch viele Kinder im Publikum. Ja, wir machen keine Kinderkonzerte, nicht, dass Sie mich da missverstehen. Aber es wird unterhaltend sein. Wir werden gemeinsam, das Orchester, der Generalmusikdirektor und ich, wir werden gemeinsam etwas aufführen, das wirklich jeder verstehen kann. Und diejenigen im Publikum, die die Werke kennen und vielleicht sogar gut kennen, vielleicht sogar in- und auswendig kennen, werden vielleicht doch noch hier und da einen neuen Aspekt mitnehmen. Ja, das wird meine Aufgabe sein, vorher etwas über die Lebensgeschichte des Komponisten zu erzählen, über die Entstehung des Werkes, über das Werk selber, vielleicht ein paar Tonbeispiele zu geben. So machen wir es immer. Und dann kommt das Stück. Und dann kommen die entsprechenden Stellen. Und dann kann man schon mit dem Publikum beobachten, wie ein Wiedererkennen einsetzt. Und man sagt, ah, das hat er gemeint. So, jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Ach, das ist ja toll. Und wenn es dann hinterher oft noch ins Foyer geht, unter normalen Umständen, und man kommt mit dem Publikum ins Gespräch, dann wird einem wirklich erst klar, wie gut das funktioniert, wie gut das gerade auch in Essen funktioniert. Auch die Architektur der Philharmonie, die Architektur des Konzertsaals ist ja so gestrickt, dass die ersten Reihen quasi schon auf der Bühne sitzen. Ja, das ist so wie früher ein Fußballstadion, wo das Publikum im ganz nahen Spielfeld war, wo man für den Eckstoß noch das Publikum bitten musste, etwas auf die Seite zu gehen, damit der Spieler Anlauf nehmen konnte. Und so ist es auch in Essen. Es gibt so viele wunderbare Konzertsäle, die genau so sind. Publikum ist ganz nah, die erste Reihe ist in Duftweite vom Bühnenrand und da macht es ja am meisten Spaß. Ja, und Essen ist eines der Konzertgebäude, das sofort diese Verbindung zwischen Bühne und Publikum herstellt. Also es ist nicht, dass ihr da oben, wir da unten, sondern wir gemeinsam haben ein Erlebnis in diesem Saal, wir gemeinsam haben ein Erlebnis mit dieser Musik. Und wenn ich durch meine ausufernde Moderation zu Beginn des Konzerts ein bisschen dazu beitragen kann, dass das funktioniert, dann bin ich überglücklich. Die ganze Sache kam auf dem natürlichsten Weg zustande, den man sich vorstellen kann. Ich hatte mit meiner Band Gastspiele in der Essener Philharmonie und dadurch kamen wir ins Gespräch mit der Leitung des Hauses und die Art, wie unsere Konzerte ablaufen, mit Musik, mit Moderation, mit Vermittlung dessen, was wir da spielen, hat offensichtlich im Hause verfangen und es wurden uns entsprechende Angebote gemacht, also mein Management und mir. Und dann haben wir uns zu den ersten Meetings zusammengefunden und dann haben wir so Sachen besprochen wie die Konzertreihe am Sonntagmorgen, diese Matineen. Wir haben darüber gesprochen, ob man nicht im Offenbach-Jahr was zusammen machen könnte. Das gipfelte dann in dieser tollen Theaterproduktion, die auf der Bühne der Philharmonie stattfand. Und irgendwie waren wir uns plötzlich ganz nah. Alles, was wir an Ideen wälzten, schien logisch zu sein, schien organisch zu funktionieren. Es waren durch und durch positive Stimmungen, die da auftauchten. Und wir waren alle sofort vom Erfolg der Aktion überzeugt. Ja, und tatsächlich, der Lauf der Dinge hat uns recht gegeben. Es ist so angelegt, es ist so arrangiert, es hat solche Melodiebögen, vor allem in den etwas langsameren Teil, die für uns als Blaupause herhalten können für, sagen wir, Filmmusik, für Westernfilme oder gern auch für Seeräuberfilme. Alles, was Erich Korngold Jahrzehnte später komponiert hat, fußt im Grunde auf diesen Klangerlebnissen. Selbst Teile von Gershwins Rhapsody in Blue lassen sich zurückführen auf bestimmte Harmonien, auf bestimmte Effekte im Arrangement, in der Komposition, wie sie in dieser Symphonie zu finden sind. Inwieweit natürlich Dvořák auf authentische, indianische Melodien zurückgegriffen hat oder auf Musik der schwarzen Bevölkerung, das sei mal dahingestellt. Ja? Aber er hat zumindest ein Imago geschaffen, ein musikalisches Imago geschaffen, das wir mit diesen Klangwelten identifizieren. Und ehrlich gesagt, das genügt ja auch. Ja? Das genügt ja auch. Dvořák war sicherlich kein Folkloreforscher, er war sicherlich kein Bartok und er war auch kein Sammler authentischer Volksmusik wie später John Lomax, ja, der berühmte Feldforscher, der wirklich mit einem mobilen Aufnahmegerät ganz primitiver Provenienz damals aufs Land gezogen ist und unwiederbringliche Schätze an Volksmusik konserviert hat. Nein, das alles war Dvořák definitiv nicht. Aber Dvořák hat sich erfreut an der Poesie von Longfellow, hat sein Hiawatha-Gedicht in Musik umgesetzt. Er hat sich erfreut an dem Gefühl
in Amerika zu leben. Er hat sich gefreut an dem Tempo, an der Sentimentalität, an dem Schmelztiegel, den er da vorfand. Er hat das alles in seine Musik einfließen lassen. Und wirklich, viel amerikanischer kann es nicht sein. Das Ganze mit böhmischer Sensibilität, das macht das Stück einerseits einzigartig und andererseits auch zum Grundpfeiler einer ganz großen eigenen musikalischen Tradition, die sich im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte dort entwickelt hat. Wie gesagt, Korngolds Musik gehört sicherlich dazu. Auch bestimmte Arrangeure der 50er Jahre, die in der orchestralen Unterhaltungsmusik tätig waren. Leute wie Les Baxter zum Beispiel. Auch deren Effekte, deren Klang, deren Soundvorstellungen fußen wirklich auf dem, was Dvorak mit der Symphonie aus der Neuen Welt geschaffen hat.